und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute bin ich hier auf der Driving Range. Nein, das hat natürlich nichts mit Autorennen zu tun. Ich bin hier in Holzhäusern im Golfpark auf dem Übungsplatz. Nachdem ich den Grundkurs 1 und 2 erfolgreich bestanden habe, besitze auch ich die Platzreife. Dem Golfpark ist es sehr wichtig, dass der Mensch und die Natur im Einklang sind. Hier fliegen nicht nur Golfbälle hin und her. Hier finden wir auch noch von Zeit zu Zeit ein seltenes Vögelchen. Wie wäre es mit einem Flight? Nein, wir werden natürlich nirgends hinfliegen. Ein Flight bedeutet, dass 2 bis 4 Spieler in einer Gruppe zusammen eine Golfrunde bestreiten. Gehen wir zum Tee? Nein, noch nicht zum Tee trinken. Dafür wäre es definitiv noch ein bisschen zu früh. Im Golfsport wird die Holz- oder Plastikspitze, auf der der Ball abgeschlagen wird, als der Tee bezeichnet. So, jetzt kommt der Drive, also mein erster Schlag. Ich versuche nun, einen Birdie zu schlagen. Das ist ein Schlag unter dem vorgegebenen Par. Das Par, also nicht das Par dort drüben, sondern als das Paar wird der Idealwert an Schlägen, welche für diesen Golfplatz gedacht sind, vorgegeben. Vor! Normalerweise ruft man das nur, wenn ein Ball verschlagen wurde. Aber wisst ihr was? Vorsorge ist besser. Der Ball fliegt in die richtige Richtung. Irgendwo dort vorne ist das Green. Oh nein, jetzt ist der Ball im Bunker gelandet. Im Sand. Da muss ich wohl noch eine Menge üben. Jetzt habe ich tatsächlich Lust auf einen Tee bekommen. Hier im Golfpark in Holzhäusern kann man im Restaurant Albero etwas trinken und essen. Wann war das Tea Time? Was? Das Tea Time ist schon vorbei. Aha, tschüss!